Wie war denn der Umgang der Amerikaner mit den Deutschen in der amerikanischen Besatzungszone? Ja, ich hatte ja besonderes Glück. Ich hatte damals, das war September, ich weiß nicht, war es Mitte oder Ende September, hatten wir mit unserer Kapelle, haben wir uns zusammengetan und da haben wir bei dem Rolf Braun, ich weiß nicht, ob Ihnen der Name bekannt ist, der von der Fasnacht-Sitzung, ja, der Rolf Braun, der hatte in der Frankfurter Straße in Kastel gewohnt, die war noch heil. Und da haben wir bei dem geübt. Und da stand ein Fenster offen, weil er im Parterre gewohnt hat. Und plötzlich stehen zwei Amerikaner vor der Tür und klingeln, kommen, schieben die Mutter auf die Seite und standen vor uns. Gell? Also, wir sollten weiterspielen, go on play. Er sagt, gell? Jetzt haben wir da gespielt und dann Schluss. Da mussten wir einpacken, mussten die Instrumente mitnehmen. Dachten wir, nehmen die es uns ab oder was ist jetzt? Da sind wir in das Heereszeugamt in der Witz. Und da war eine Halle mit einer Auffahrt, einer Rampe, großes Tor und ganz hinten, das war ein Saal, da war eine Bühne, da spielte so ein Drei-Mann-Orchester, Geige, Bass, Klavier. Und da sagt der Clubchef, war ein bisschen kräftiger, sagt er, also wie gesagt, die spielen eine Viertelstunde, wir eine Viertelstunde, wer besser ist, der andere dann ab. Also wir haben gespielt, jetzt wussten wir nicht, was machen wir, was spielen wir denn, wir können gar nichts Englisches spielen, gell. Und da sagt der Rolf auf einmal, Menschenskinder, weißt du was, wir singen die Sonne von Mexiko, gell? Das haben wir gesungen schon, waren die Amis begeistert, dann haben wir dort gespielt, gell? Wir wussten ja nicht, wie es weitergeht. Jetzt haben wir den ersten Tag dort gespielt, da wurden Zigaretten gesammelt, jeder so Häufchen von Zigaretten, war ja eine Rarität, war das ja. Gell? Und abends bei Feierabend greift der Clubchef in so einen Karton und da waren lauter 50-Dollar-Scheine drin. Da gibt er jeden 50-Dollar-Schein. Haben wir gesagt, ist das jetzt das? Die hatten außen eigenes alliiertes Geld für jede Besatzung, aber dasselbe Wert wie Dollar. Und dachte mir, ist das jetzt die Bezahlung für einen Monat oder was? Auf jeden Fall haben wir das jeden Abend, haben wir das dann immer gekriegt. Also uns ging es gut.